Die Zeit, Raum, die Zeit, T, Raum, Zeit, Aufspannung. Einerseits für die Vorhersehung, Strategieplanung zur Hindurchpäppelung der infantilen Produkte. Andererseits diese beiden Zeiten, einerseits diese ruhig dahinfließende Zeit des heraklitischen Schön, Gut, Ganzen, damit die Produkte sich im Wohlwollen wiegen können, in diesem gleichmäßigen Fluss zur Entfaltelung, zur Ausfältelung dessen, was ich als Neues, Sensationelles erproben will. Andererseits natürlich als gandierte, geschnittene Zeit, zerreißen, zerspringen der Zeit, in den Momenten, in denen die Membranen, in denen der Kairos durch die Membranen durchstoßen, der Phallus geschnitten, der Ereignishorizont ergriffen, der Kairos gepackt werden muss für diese Produkterzeugungen. Die pulsierende Zeit und damit das Sichtbarwerden des Leiblichen und Vergänglichen und Tödlichen zugleich und die wohlwollende Gleitzeit eines ruhigen, dahinfließenden Vergessens.